Also du machst ein Video. Ja. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mitten aus der Stadt, beziehungsweise ich bin gerade in South Brisbane und treffe mich gleich am Brisbane Wheel mit der lieben Romina. Die kennt ihr noch aus Christchurch aus den Vlogs. Also ich kannte sie auch schon ein bisschen länger, ich bin mir aber gerade nicht sicher, wann sie schon in den Vlogs zu sehen war. Da vorne läuft eine ganze Schulklasse rum, alle in ihren Schuluniformen. Das sieht irgendwie sehr lustig aus. Das ist man nicht so gewöhnt aus Deutschland. Ich sehe gerade, mein Akku blinkt. Also wird es wahrscheinlich nichts mit dem Vloggen jetzt hier. Ich freue mich aber sehr, Romina wiederzusehen. Sie ist ein paar Tage jetzt in Brisbane und reist dann auch schon weiter. Und wir gucken mal, was wir jetzt machen. Ich glaube, ich zeige dir ein bisschen South Bank. Und vielleicht gehen wir was essen. Und wir sehen uns dann später. Bis dann. Hallo. Hey. Du weißt schon, dass ich so viel Spaß haben werde beim Bearbeiten hier. Ja, wir sind in Noosa an der Sunshine Coast und besuchen die Katja. Und wir warten noch auf Svea, die kommt auch noch. Was? Nein? Wir suchen die Katja. Natürlich, wir suchen die Katja. Und wir warten noch gerade auf Svea und dann gehen wir hier in den Nationalpark. Der befindet sich hier schon hinter uns und suchen uns einen Sandstrand. Und ja, die Gastmutter von Katja hat uns netterweise hier hingefahren. Das war richtig, richtig lieb. Wir haben sogar noch Wraps bekommen. Und dann gehen wir jetzt gleich einfach an den Strand und machen uns einen wunderschönen Tag. Und heute Abend geht es sogar noch ins Restaurant. Also da hat die Gastmutter noch was reserviert. Richtig, richtig lieb. Die sind noch weiter in die Kurve. Aber das entleuchtet. Das heißt, es könnte sein, dass es... So lang ist es. Sie warten nicht auf uns. Bleib stehen. Schnell, weiter geht's. Okay, auf geht's. Komm. Weiter. Steck, steck. Und ich will auch für die Steine. Und ja, richtig. Die Wandermontur ist gerade nicht so vorhanden. Ich stolper ja auch die ganze Zeit. Nicht gar so trittsicher. Gar nicht. Wir sind die erfahrenen Backpacker. Ja. Guck mal. Oh, ich hab sie genau, ich werde sie hochgeguckt. Laura ist komplett lebensmüde an der Kante. Alles für die Fotos. Ich saß da auch gerade, aber mit Beine baumeln lassen, habe ich mich nicht getraut. Du Verrückte! Ich war an der Kante. Ich glaube, ich habe mich eben noch nie in meinem Leben so vorsichtig bewegt. Bist du mit ins Bild? Hallo. Einfach so? Ein Bild oder ein Video? Ein Video. Oh. Deshalb steht da ein Recording. Ja. Da hinten geht das Fotoshooting weiter. Und es ist aber echt schön hier oben auf den Felsen. Ja, die Truthähne laufen hier überall rum. Und hier unten sind eben Schildkröten im Wasser. Ich hoffe, ich habe da irgendwie eine coole Aufnahme von. Oh mein Gott, das Licht ist wirklich der Knaller. Ihr seht, sind wir wieder zu Hause bei Katja. Und wir hatten einen wunderschönen Tag, waren gerade noch essen. Ich habe alle gezwungen, ins Bild zu kommen, damit es schön... Leicht awkward hier. Schönes Tagesende. Und wir haben hier richtig lieb noch von Katjas Gastmutter etwas zurechtgemacht bekommen. Milo und ein Schokohasen mit Smarties drin. Freue ich mich am meisten drauf hier. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Doch, ja, und wir gucken jetzt hier auf der großen Leinwand. Wir sind nämlich in einem Fernsehraum. Da oben ist der Projektor. Ein Film. Das ist eine perfekte Gesamtsituation. Ein wunderschöner Abschluss für einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Wir sind auf einem Markt mit Hotdog und hier Kartoffeln. Und da irgendeine Show.
Perspektive. Aber darum geht es auch nicht. Ich bin wieder zurück in Brisbane. Wie ihr seht, es war noch eine bisschen turbulente Rückfahrt, würde ich mal sagen. Die Katja ist dann nach Brisbane gefahren mit ihrer Gastmutter und die haben sich hier ein Netballspiel angeguckt. Und ursprünglich wollten wir da mitfahren, haben wir aber dann doch nicht gemacht, weil wir noch ein bisschen länger an der Sunshine Coast bleiben wollten, um die Zeit da richtig auszunutzen. Waren dann noch auf einem Markt, da habe ich auch, glaube ich, kurz noch geblockt. Und danach haben wir uns dann auch auf den Rückweg gemacht. Die Verbindung war allerdings ein bisschen skurril. Und weil wir den einen Bus dann verpasst hatten, mussten wir dann irgendwie 2 Stunden warten. Und sind dann aber einfach nochmal zum Nachbarort gefahren und haben da ein bisschen Zeit verbracht, ein Eis am Strand gegessen. Und dann ging die Zeit auch relativ schnell rum. Es war ein wunderschönes Wochenende. Es ist immer super schön, die Mädels zu sehen. Ich lacke mir noch schnell die Nägel. Dann geht es gleich los zum Nachbarort, um in der Post meinen Wahlbrief abzugeben. Ich war ja das Wochenende weg und eigentlich hatte ich das halt alles schon Freitag fertig gemacht. Es sind halt nur noch 2 Wochen, glaube ich, bis zu den Wahlen. Und ich hoffe einfach sehr, dass mein Brief noch ankommt. Aber ich werde ihn per Luftpost verschicken und dann klappt das hoffentlich. Wählen ist so, so, so wichtig. Ich habe das auch extra nochmal auf Instagram angesprochen. Normalerweise hätte ich es im Vlog gemacht, aber da ich ja mit den Vlogs leider hier so hinterher bin aufgrund des Internets, konnte ich das leider nicht machen. Aber auf Instagram haben es auch sehr viele Leute gesehen. Ich würde mal sagen, es kommt ungefähr der Aufrufzahl auf YouTube gleich, nur dass halt auf Instagram auch viele sind, die halt nicht Deutsch sprechen. Deshalb weiß ich nicht, wie viele die Leute das letztendlich wirklich erreicht hat. Aber ist in Ordnung. Ich hoffe einfach, dass, wenn ihr das jetzt hier seht und wahlberechtigt seid, dass ihr wählen wart. Es ist einfach eine so wichtige Sache, gerade jetzt im Moment. Mit dem Klimawandel sind die nächsten 5 Jahre einfach entscheidend. Es müssen große Entscheidungen getroffen werden. Und wenn eben die falschen Entscheidungen getroffen werden, dann kann es halt ziemlich böse enden. Und es soll überhaupt nicht jetzt so negative Stimmung vermitteln oder sowas. Es ist halt einfach nur ein Fakt. Also wir wollen ja alle, dass die Erde noch ein bisschen erhalten bleibt. Und deshalb sind Wahlen was sehr Wichtiges, weil wir eben die Leute wählen, die halt wirklich im großen Rahmen auch was bewegen können. Natürlich kann jeder für sich zu Hause was machen, aber Gesetze und so weiter machen wir leider nicht direkt und deshalb müssen wir die richtigen Leute wählen, die dann da was bewegen können. Und das zählt eigentlich für jede Wahl, weil es ja immer wieder verschiedene Dinge gibt, die man selbst am liebsten halt ändern würde, aber irgendwie nicht ganz ändern kann und da muss man eben die passenden Leute wählen, die das hoffentlich dann für einen durchbringen können. So funktioniert das nun mal bei uns in der Gesellschaft. Aber deshalb ist es wichtig, dass man eben dann auch wählen geht und nicht sich dann beschwert, ja, die Politiker ja machen ja nie was, wenn man sein Wahlrecht dann gar nicht nutzt. Und für mich ist es ja die Europawahl tatsächlich die allererste Wahl, was sehr aufregend ist, weil es direkt so eine Riesenwahl ist, die so ganz viel entscheiden kann. Jetzt geht's los zum Einkaufen. So, it's a mess. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt hier noch sauber mache oder ob mir das jetzt egal ist. Mal sehen. Sieht mal, dass hier an der Zugstation sitzt. Das erinnert mich an diese kleinen Tierchen aus Fantastische Tierwesen. Der Wahlbrief ist abgegeben. Das hat mich gerade so gestresst, weil die hier nicht so normale Priority, also Luftpostaufkleber/Briefmarken haben. Sondern man muss es direkt in so einen riesigen Umschlag tun. Und eigentlich steht halt bei den Wahlunterlagen, dass man das, wenn überhaupt, wenn man es in einen anderen Umschlag tun möchte, dann nochmal in so einen weißen Umschlag tun kann. Aber nicht, dass man es irgendwie in so ein Paket packen kann. Und dann muss ich halt ja auch die Adresse übertragen. Aber dadurch, dass es australisch ist, haben die halt ja ein ganz anderes Adressensystem, sage ich mal, wie man es aufschreibt und so. Das heißt, auf dem Brief steht aber an den Oberbürgermeister der Stadt. Weshalb man natürlich auch keine richtige Adresse hat oder nur die Postleitzahl und die Stadt und halt Deutschland. Ich bin gerade so ein bisschen, hoffentlich kommt es an. Das hat mich jetzt irgendwie $46 gekostet. Ich würde mal sagen, zu den nächsten Wahlen gucke ich einfach mal, dass ich auf jeden Fall in Deutschland bin. Ich hätte es jetzt auch per Standard verschicken können. Es hätte schon sein können, dass es dann innerhalb von einer Woche auch in Deutschland ist. Aber es hätte halt auch sein können, dass es irgendwo stecken bleibt. Und dann wäre es halt richtig kacke gewesen. Und so ist es jetzt innerhalb von 4 Tagen da. Und was halt auch mir noch Sorgen bereitet hat, wählen ist ja anonym. Und ich musste aber auf diesen Express Priority Umschlag da jetzt meine Adresse und meinen Namen draufschreiben. Das heißt, es ist ja nicht mehr anonym. Da ich meine, klar, sobald es in die Wahlurne gesteckt wird und so, sieht man ja eh nicht mehr, von wem das ist. Und wenn es ausgezählt wird, dann ist da ja nirgendwo mehr mein Name. Aber trotzdem, das waren alles so Sachen, die mich gerade so ein bisschen gestresst haben, weil ich, ja, weil es mir so wichtig ist, dass der Wahlbrief ankommt und dass es alles klappt und so weiter. Aber ich habe mein Bestes gegeben.
Hallöchen, es ist mittlerweile Donnerstag. Benji und ich sind seit Dienstag zu Hause, weil er krank ist. Kann definitiv nicht in die Schule, er ist viel zu schlapp und alles. Ja, das heißt, wir sind jetzt den dritten Tag zu Hause. Ich war seit 2 Tagen jetzt nicht mehr draußen, irgendwie rumlaufen oder so. Deshalb befinde ich mich immer recht viel hier auf dem Balkon. Das Problem ist halt abends, wenn ich dann Feierabend habe, so um 6, ist es halt schon komplett dunkel. Das heißt, das hier ist meine Chance, Sonne zu tanken. Und dann abends um 6 bin ich meist auch so kaputt vom Tag, dass ich dann auch nicht mehr die Motivation habe, noch einen Spaziergang oder so zu machen. Gestern hatte ich auch schon kurz Sorge, dass ich mir seinen Infekt eingefangen habe. Aber heute Morgen geht es mir wieder ganz gut. Also Daumen drücken. Daumen drücken so, nicht so. Ich habe nämlich Pläne fürs Wochenende. Am Freitag, also morgen, kommen Laura und Jule vorbei und wir wollen den neuen Film über Ted Bundy gucken mit Zac Efron und Lily Collins. Schon die ganzen Trailer und Interviews gesehen und finde das sehr spannend. Ich hatte auch schon mal diese Tapes von Ted Bundy mir angeschaut auf Netflix. Also ich habe es mal angefangen. Da war ich aber alleine zu Hause und das war nicht die allerbeste Idee, die man so haben könnte, sich das ganz alleine anzuschauen. Ich glaube, wenn es aber von anderen Leuten gespielt wird, ist es vielleicht nicht ganz so unheimlich. Trotzdem haben wir uns gedacht, wir gucken das lieber alle zusammen. Und holen uns davon noch Sushi und so und können das dann ganz gemütlich im Bett uns anschauen und uns gegenseitig beschützen. Und am Samstag oder Sonntag, habe ich gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm, ist in der Stadt, oder das Festival ist an beiden Tagen, ich weiß noch nicht mehr genau, wann wir hingehen, ein griechisches Festival. Da muss man zwar auch $12 für Karten bezahlen, aber es soll wohl echt cool sein, deshalb werden wir das wohl auch machen. Und da lerne ich auch noch ein paar neue Leute kennen, da werde ich bestimmt dann auch noch mal filmen. Gerade Wäsche aufgehängt. Oh, da ist wirklich genau die Sonne jetzt. Das Gute ist, ich muss halt wirklich nicht jetzt den ganzen Tag durcharbeiten. Also theoretisch zwar schon. Also natürlich passe ich den ganzen Tag auf ihn auf, aber dadurch, dass er halt jetzt, wo er krank ist, auch viel vorm Fernseher sitzen darf und so, kann ich auch was am Laptop machen und zum Beispiel meine Reise weiter planen für das Ende hier, wenn ich mit Au-pair fertig bin. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht. Aber meine groben Pläne sind eigentlich die Großstädte Australiens. Und ursprünglich wollte ich auch noch die Nordinsel Neuseelands machen. Aber bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich es nicht machen werde. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens wäre das wieder so eine relativ stressige Busreise mit jeden Tag Koffer packen und so weiter. Und zweitens ist es da so verdammt kalt, dass ich mir Wintersachen kaufen müsste, weil ich mir diesmal nichts von meiner Gastfamilie ausleihen kann, weil ich ja nicht mehr hierher zurückkomme. Und dann müsste ich das alles mit nach Deutschland schleppen, müsste eventuell mehr bezahlen für einen größeren Koffer oder irgendwie sowas. Und das sehe ich alles irgendwie nicht so ganz ein, gerade weil es spricht mich nicht mehr so sehr an die Nordinsel. Also ich will die unbedingt irgendwann mal sehen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt sein muss. Genauso wie zum Beispiel die Westküste Australiens oder den Uluru, die ich jetzt auch nicht sehen werde, außer vielleicht Perth. Aber es sind alles wunderschöne Orte, aber irgendwie bin ich gerade mehr auf dem Trip, weniger zu sehen und die Orte dafür mehr zu genießen. Also besonders Melbourne und Sydney, da wollte ich mehr Zeit verbringen, also am liebsten über eine Woche, damit ich da richtig leben kann und das nicht nur wie so ein Touri-Programm ist, sondern dass ich auch einfach mal einen Tag durch die Stadt laufen kann und einfach meine Zeit genießen kann und nicht immer so Listen abhaken muss von Sachen, die ich sehen will oder so. Nur muss ich tatsächlich jetzt auch bald mal gucken, dass ich meine Flüge buche. Jetzt sind es nämlich noch so ungefähr 2 Monate, bis ich aufhöre. Und das ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, um Flüge zu buchen. Ich habe gehört, dass es da immer so 60 Tage vorher so mit am billigsten sein soll. Also ist das eigentlich jetzt gerade ein sehr guter Zeitraum. Übrigens hat mein Gastvater mich gefragt, warum ich denn geschminkt bin. Weil ich ja den ganzen Tag nur zu Hause bleibe eigentlich. Und ich habe gesagt, ich war in der Stimmung dazu, weil, also meiner Meinung nach, braucht man keinen Anlass, um sich zu schminken. Ich hatte einfach Bock drauf und war dann so, let's do it. Ich bin nämlich so um 6 aufgewacht und war relativ wach und war so, ich habe noch eine Stunde Zeit. Was könnte ich jetzt machen? Also ich habe jetzt kein Make-up oder so drauf, einfach nur so ein bisschen alles andere quasi. Aber Augenbrauen auch nicht, ich habe nämlich keinen Augenbrauenstift mehr. Ich wollte noch was erzählen, ich habe es gerade total vergessen. Ich war nämlich, haltet euch fest, gestern schon um 9 Uhr im Bett. Also ich habe um 9 Uhr wirklich Licht aus und war schlafbereit und habe auch kurz danach geschlafen. Ich kann mich nicht erinnern, da jetzt noch super lange rumgelegen zu haben. Und die Nacht davor war ich irgendwie um 10 Licht aus und alles. Und die Nacht davor auch um 9. Also es läuft gut. Und ich habe jetzt auch irgendwie so ein bisschen eingeführt, dass ich so gegen 6 zu Abend esse. Und vorher habe ich immer so um 8 oder teilweise noch später zu Abend gegessen oder zumindest dann nochmal was gegessen.
Und irgendwie passt das jetzt aber immer richtig gut, dass ich so um 6 was esse und dann kann ich halt auch früher ins Bett gehen. Es hat sich einfach so ergeben. Also viele Leute sagen ja auch, dass es so gesünder ist, dann eben halt nicht zu spät zu essen. Ja, damit man noch verdauen kann, bevor man schlafen geht sozusagen, also das Gröbste. Und damit man sich im Schlaf wirklich richtig entspannen kann und der Körper sich auch ein bisschen mehr ausruhen kann noch. Aber irgendwie war es bei mir einfach immer so, ich hatte dann halt noch Hunger und dann habe ich halt nochmal was gegessen, weil ich dann auch immer so spät ins Bett gegangen bin, also schon eher so zwischen 12 und 2 Uhr nachts. Und ich merke einfach, dass mir das so gut tut, dieses frühe Schlafen gehen. Das ist richtig krass. Also ich meine, klar, man weiß das, mehr Schlaf ist gut und so weiter, aber irgendwie, man muss dann doch selbst zu dem Punkt kommen, wo man es einfach freiwillig macht und es dann richtig spürt, dass es so gut ist. Auf jeden Fall bin ich gerade sehr glücklich, dass es mit Schlaf und auch Ernährung und so bei mir irgendwie ganz von alleine so ein bisschen in so eine gesunde Richtung geht. Also dieses früher Essen und auch die Sachen, auf die ich im Moment Lust habe, sind gesund. Also ich habe gestern über den Tag verteilt irgendwie 2 Smoothies getrunken, weil ich mir morgens so eine große Menge gemacht hatte. Also ganz viel Frucht zu mir genommen und dann hatte mein Gastvater noch so reispfannmäßig was gemacht. Das hatte ich dann zum Mittagessen. Und zum Abendessen dann nur so ein bisschen Salat und Brot. So ganz deutsch irgendwie. Guten Mittag. Hallöchen, willkommen zu einem neuen Tag. Ich sitze gerade am Bahnsteig und nehme gleich einen Zug nach South Brisbane bei South Bank. Und ich glaube auch in der Innenstadt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo genau es ist. Es ist heute ein griechisches Festival. Und ich lerne heute auch einige neue Mädels kennen. Vielleicht auch Jungs. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Bin schon sehr gespannt. Es sind auch Leute dabei, die ich schon kenne. Heute Morgen wusste ich noch gar nicht, ob ich überhaupt es dahin schaffe. Ihr habt ja mitbekommen, dass Benji die ganze letzte Woche krank war und ich hatte halt die ganze Zeit Sorge, mich anzustecken. Bis jetzt halte ich mich ganz gut. Stattdessen hatte ich dann aber heute Nacht mal wieder einen Migräneanfall und konnte dann immer zwischendurch wieder so ein bisschen schlafen. Und heute Morgen um 7 bin ich dann aufgestanden und habe beschlossen, erst mal was zu essen und einen Tee zu trinken, mich ein bisschen rauszusetzen und dann halt Schmerzmittel zu nehmen. Ich wollte es halt nicht so auf einfach den auf nüchternen Magen nehmen. Und dann habe ich mich danach nochmal hingelegt. Das war eigentlich ganz entspannt, weil meine Gastfamilie noch geschlafen hat und ich da unten das so ganz für mich hatte und so ein bisschen den ruhigen Morgen genießen konnte. Abgesehen von dem Schmerz in meinem Kopf. Und dann, ja, habe ich nochmal bis 10:30 wirklich geschlafen, auch immer mit Unterbrechung, aber mein Gott. Und jetzt geht es mir auch deutlich besser. Also ich spüre schon, dass mein Körper immer noch so dagegen ankämpft. Ich fühle mich so ein bisschen zitterig. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens jetzt genug Energie habe, auf dieses Festival zu gehen, weil ich mich da schon auch drauf gefreut habe und die ganze letzte Woche gefühlt nur drin verbracht habe. Gestern Abend habe ich dann nochmal einen Spaziergang gemacht. Bin sogar auf knapp über 9000 Schritte gekommen. Man soll ja so 10.000 am Tag, glaube ich, machen. Also das hat noch funktioniert. Aber danach war ich auch schon wieder so zittrig. Also ich glaube, das war irgendwie dann so, mein Körper war es schon gar nicht mehr gewöhnt und ich glaube, ich habe mir wirklich so ein bisschen was eingefangen, aber es ist nur so unterschwellig und breitet sich hoffentlich nicht richtig aus. Daumen drücken! Hallo, wir sind auf dem Festival angekommen. Hi. Kati und Chelsea hier. Hi. Und wir haben uns hier gerade so geile Honey Puffs geholt. Julia ist auch da, die holt sich gerade noch eine Gabel. Und schmecken sie gut? Ich glaube, es war ein Ja. Ich glaube, man sieht es an meinem Gesichtsausdruck. Da kommt Julia. Wir hatten gerade auch schon sehr geiles Essen. Das blende ich euch mal hier ein. Ich hatte einfach griechische Pommes, also mit Feta drauf. Auch sehr, sehr lecker. Chelsea hat ihren Anhänger gefunden. Thank you.
schon sehr gut aus. Soll ich den Geschmackstest machen? Ja. It's so good. It's like real like pudding. Fokussiert nicht. Drauf tippen. Oh, ja. Fokussiert trotzdem nicht. Hallo? Ja, jetzt. Zitat Kathi. Ja, ich auch. Lass mal ein Foto von unten machen. Also du machst ein Video. Ja. Oh, das sieht mega schön aus mit dem Mond. Oh, guck mal den Mond an. Oh mein Gott, das sieht wirklich richtig. Oh mein Gott. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Wir müssen näher ran. Sieht richtig krass aus. Ich filme. Du kannst jetzt ganz gestaged reinlaufen. Sekunde, ich zoome mal ein bisschen raus. Oha, wie krass das aussieht. Es kommt gar nicht so gut rüber auf der Kamera. Ja, wir haben das Festival verlassen. Wir haben es hinter uns gelassen. Es war sehr schön. Wir konnten leider nicht mal auf die Hüpfburgen. Ja, das stimmt, sehr voll. Es gab noch so kirmesmäßiges Zeug, aber das ist viel zu teuer alles. Man hätte so Coupons kaufen müssen und das war alles. Das war es dann auch nicht wert. Dafür war noch schon ein bisschen zu alt. So Spaß wäre schon da, aber... Ich hab's gemacht. Ja, und jetzt gehen wir noch zu den beleuchteten Bäumen, den ich auch mit Emma neulich war. Falls sie schon beleuchtet sind. Doch, ich glaube schon, weil hier sind überall die Lampen an. Deshalb, die Hoffnung nein, ist da. Sie sind nicht beleuchtet, oh, weil nein. Sie sind da. I'm sorry. Ich will noch mal schöne Fotos da drin machen. Weil letztes Mal war ich krank. Yeah. Also hier waren und man sieht es halt auf den Fotos, ich sehe so fertig also aus eigentlich mit der Welt. Ist die Sonne halt jetzt schon untergegangen, aber irgendwie ist es trotzdem noch hell. Also aber da vorne, der eine Baum da, der ist beleuchtet. Einer ist beleuchtet. Wow. Ja! Schade. Aber das schaut viel schöner aus, wenn im Hintergrund halt noch alle an sind. Weil ja, so der ist auch nicht hat so halt ganz diesen geilen. Ich glaube, bei denen kann man halt auch nicht so draufklettern. Der ist so, what's on in May? Yeah, das Buddha May. Birthday Festival war schon. Next week in this Hills Festival in Fanny Hills. Yeah, that's free. Yeah. Free festivals are always good. Yeah. Oh, wir sind im Baum. Ich versuche Julia zu filmen, aber es geht nicht. Ich muss mich hier drehen. Ich komm nach oben. Our lovely photographer. Genau so. Also die Kathi macht von der Cara Pictures. Nicht so lustig. Ich bin noch gewechselt. Ich wechsle hier nochmal den Fokus. Wir sind übrigens so Fairy Lights. Hier. Voller Einsatz hier. Say hello, girls. Hello. Ich hab so Angst gerade, diese Fotos jetzt zu machen.